aus Münster. Wir sind heute hier beim LWL, beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Und heute werden wichtige Themen der Azubis besprochen. Hinter mir stehen sie schon, holen sich den ersten Kaffee und dann geht's auch schon los. Wenn Sie jetzt noch mal jung wären, welche Ausbildung würden Sie denn dann erlernen? Jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, weil ich habe mich damals schon schwer entscheiden können. Jura war eigentlich nur so ein bisschen, naja, Verlegenheit, räume ich ein. Ich glaube, ich würde mich für die Bodendenkmalpflege und die Archäologie interessieren. Da wäre ich damals nie drauf gekommen, hatte ich nie Berührung. Aber in dieser Überlegung muss jetzt natürlich mein Wissen von heute mitgenommen werden dürfen und dann fangen wir nochmal an. Ne? So war das gemeint. Genau. Genau. Das heißt, so oder so wären Sie wahrscheinlich beim LWL oder LVR gelandet. Klar, selbstverständlich. Top Arbeitgeber. Ja, Herr Dr. Lunemann, was wäre Ihnen denn wichtig, wenn Sie noch mal jung wären und Auszubildender? Also für mich wäre wichtig, Dinge zu machen, die schon ein Stück weit was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Ich hätte auf jeden Fall Spaß daran, mich darüber hinaus auch zu engagieren, ob es in der Jugendauszubildendenvertretung wäre. Ich hätte Spaß daran, mich auch politisch zu engagieren. Aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Zukunft gestalten, verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und den nachfolgenden Generationen eine wie auch immer geartete heile Welt zu hinterlassen, wäre für mich schon wichtig. Ich fand die Diskussion, die wir hatten, sehr gut, auch sehr anregend. Und ich glaube auch, dass die Verwaltungsspitzen tatsächlich einiges mitnehmen konnten. Und hoffe, dass die jetzt auch die Sachen, die sie mitnehmen, auch, wo sie sagen, dass sie die erfüllen werden, auch erfüllen werden tatsächlich. Ich freue mich auf das, was jetzt kommen wird.